Meine Damen und Herren, lassen Sie mich, bevor ich Viktor Orbán begrüße, aus aktuellem Anlass einige wenige Worte sagen zu der Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzender nicht mehr für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen. Ich habe diese Entscheidung heute mit allergrößtem Respekt zur Kenntnis genommen, sage allerdings auch, dass ich sie bedauere. Ich kann mir vorstellen, dass das Annegret Kramp-Karrenbauer nicht einfach gefallen ist. Und ich danke ihr dafür, dass sie bereit ist, den Prozess der Kandidatur für die Kanzlerschaft zu begleiten, weiter als Parteivorsitzende. Annegret hat in der Zeit, in der sie als Parteivorsitzende gearbeitet hat, Wesentliches angestoßen und in Gang gebracht. Zuvörderst möchte ich nennen die Zusammenarbeit mit der CDU und CSU. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Hier hatten wir ja bekanntermaßen große Schwierigkeiten. Aber genauso wichtig ist aus meiner Sicht der Prozess für ein neues Grundsatzprogramm, damit wir für die Zeit bis 2030 als CDU gerüstet sind. Ich werde auf diesem Weg der Nominierung eines Kanzlerkandidaten und der Erarbeitung eines neuen Programms natürlich weiter mit Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten und getrennt davon natürlich auch mit ihr als Bundesverteidigungsministerin im Kabinett. Dankeschön.